Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Den indigo-blauen Scheiben-DLC. Ja, ich habe meine Drohung vom letzten Mal wahr gemacht und sehr, sehr, sehr viele Einträge offscreen geholt. Also, wir sind jetzt erstmal für ein paar Folgen auf jeden Fall bestückt. Ja, Kai hat mir auch mit dem Pokédex ein bisschen geholfen. Er hat es mir möglich gemacht, dass ich ihn in sein Spiel gejoint bin. Und wir haben bei ihm dann die ganzen Starter schon mal gefangen und auch Missionen erledigt, wie ihr da sehen könnt. Weil man braucht echt viele Punkte, um die freizuschalten. Und ich habe wirklich, wirklich viele Starter. Es fehlen wirklich nicht mehr viele. Wahrscheinlich bis zur nächsten Folge habe ich wahrscheinlich sowieso schon die letzten dann gefangen mit Kai zusammen. Aber auf jeden Fall, was die Einträge angeht, über mir im Zeitstempel, mit dem ihr die Einträge überspringen könnt. Und nach den Einträgen geht es dann auch direkt weiter mit der Story. Aber ich würde sagen, legen wir mit den Einträgen los. So, als erstes ist Kanimani, das Großmaul-Pokémon. Dieser kleine Rabauke weiß alles, was sich vor ihm bewegt. Man sollte ihm nie den Rücken zudrehen. Dann direkt die Entwicklung Tyrakrok. Das Großmaul-Pokémon. Zum Angriff reißt es in seinen großen Kiefer auf. Verliert es beim Zubeißen Zähne, wachsen sie einer nach dem anderen wieder nach. Und hier direkt die letzte Entwicklungsstufe, Impagator, das Großmaul-Pokémon. Trotz seines massigen Körpers kann es mit den kräftigen Hinterbeinen auch an Land sehr schnell laufen. Als nächstes Gekarbor, das Waldgecko-Pokémon. Es kann selbst Wände blitzschnell emporklettern. Mit seinem Schwanz misst es die Luftfeuchtigkeit, um das Wetter des nächsten Tages vorherzusagen. Und als nächstes Reptin, das Waldgecko-Pokémon. Es verfügt über eine erstaunliche Sprungkraft und bewegt sich auf hohen Bäumen mit Leichtigkeit von Ast zu Ast fort. Und als letztes Gewaltro, das Dschungel-Pokémon. Die Blätter an seinen Armen sind so scharf wie Schwerter. Es hüpft mühelos von Ast zu Ast und stürzt sich dann auf seine Feinde. So Leute, als nächstes liest euch dann drin die Einträge vor. Viel Spaß drin! Natürlich, da will ich mal wieder anfangen. Das ist Schildhaus, das Schutzschild-Pokémon. Man nimmt an, dass es dank seines gepanzerten Gesichts kaum Feinde hatte. Es lebte vor Urzeiten im Dschungel. Als nächstes ein Pokémon nach meinem Geschmack, was richtig cool ist. Axanto, das Axt-Pokémon. Dieses grobe, ungehobelte und aggressive Pokémon wirbelt wild mit seinem wuchtigen Extra-Stein, um Beute niederzustrecken. Als nächstes Zurokex, das Hautwechsel-Pokémon. Es hat einen dicken Schädel und versetzt jedem, mit dem sich sein Blick kreuzt, unvermittelt eine Kopfnuss. Richtig so. Und als letztes Irokex, das Halunken-Pokémon. Dieses Pokémon ist ungestüm, doch sein Rudel, seine Familie und sein Revier liegen ihm sehr am Herzen. Okay, Noah, du bist dran. Leg los. Dann bin ich wohl jetzt dran. Das ist Bluebella, das Blumen-Pokémon. Es verlässt den Wald, in dem es aufgewachsen ist, um sich mit anderen Bluebella zusammenzutun. Ist es aufgeregt, fängt es an zu tanzen. Als nächstes Rokumil, das Sahne-Pokémon. Wenn es angegriffen wird, stürzt es sich auf den Feind. Ist dieser blind vor lauter Sahne oder verblüfft vom leckeren Geschmack, flieht es. Das ist Rokumils Entwicklung Pokusan, das Sahne-Pokémon. Pokusan, die gut behandelt werden, produzieren besonders leckere Sahne. Trainer kümmern sich daher immer sehr liebevoll um diese Pokémon. Und als letztes Magpi, das Glutherd-Pokémon. Durch seinen Körper fließt magmaartiges Blut, welches seine Körpertemperatur auf ganze 600 Grad Celsius steigen lassen kann. So Shining, dann übernimm du mal wieder. So Leute, das waren die ganzen Einträge. Und jetzt müssen wir uns noch die ganzen Belohnungen abholen. Ich habe über 100 Pokémon einfach ungefähr gefangen während den Folgen. So, einmal ein Upgrade. Eine Dubios-Disk. Wichtig für Polygon. Ein Safari-Ball. Ein Stromisierer, damit entwickelt man Electek. Ein Magmasierer für Marte Magbrand. Ein Simperball. Dann noch ein Schützer für Rizeros. Eine Drachenschuppe für Simon.
Und einen Mondball. Das, als nächstes kriege ich Legierungsmetall. Ich habe schon einige Einträge geholt, ne? Und der Witz ist, es kommen noch einige. Kai hat mir nämlich gesagt, wie viele Einträge es sind. Es sind 244 ungefähr. So, jetzt muss ich aber erstmal den ganzen Berg jetzt hier noch hochklettern, zur Mitte hoch. Dort wartet nämlich jemand auf uns. Und das ist ein langer Weg, also wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir beim Zentralplatz. Und da ist jemand, den wir kennen. Ja, habe ich. Ciao. Glaube ich dir. Klar. Ich habe sogar extra Ogerponnen an den Start gelegt. Da gehst du gar nicht auf Ogerpotten. Wollte schon sagen. Wenn du auf Ogerpotten nicht reagiert hättest, dann wäre ich sauer geworden. Ogerpotten muss ich einfach herkristallisieren. So, Hanna. Erinnerungskraft. Oh, es erhitzt seinen Schnabel. Niemals! Immer auf die sehr effektiven Attacken. Aber Ogerpon wechsle ich nicht. Ja, das Erhitzen denn die Schnabel hat ja viel gebracht. Okay, Rankenkeule. Die muss einfach sein. Ja, hier kann sie auch der kristallisieren, ne? Aber ihn, okay. Ich glaube, bei Irokex hätte er mehr gebracht. Liebe ist, dass sich die Attacke Rankenkeule einfach der Maske anpasst.
finde, dass Urgapon finishen muss. Besiegt. Hab mich schon mal aus dem Bild gepackt für gleich. Nö. Jo hat sich stark verändert. Das ist wirklich derselbe Jo? Magst du den nicht? Scheinbar nicht. Genau. Habe ich Mitspracherecht? Ich würde gerne mal mit Jo reden. Liga G? Naja, Jo scheint das nicht so zu sehen. Die werde ich fertig machen.
Ja. Vorläufig. Okay. Okay. Klar, kann ich eben kurz machen. Okay. Ich wette, Jo kommt gleich rein. Okay. Ein Superfang. Entspann dich. Klar, warum nicht? Können wir noch reingehen. Sieht nicht viel anders aus als mein altes. Alles ist sehr blau. Was ist mit Jo passiert? Okay. Levi.
Okay. Okay. Mach ich. Okay, ich habe jetzt wieder die freie Auswahl, wo ich hingehe. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich dann Levi in der Mensa treffe. Bis dann!